Weiter geht's, FM12. Wir sind stehen geblieben gegen den Tabellen-15. Alemannia Aachen und Kevin hat wieder das Ruder übernommen und das heißt Fails, Fails, Fails. Yep. Das heißt es. Mehr dazu nicht zu sagen. Nee. Mal gucken, wie es hier gegen Aachen abgehen wird. Also von der Geschwindigkeit her müsste das passen. Tut's Jo. auch. Ja, Mertin jetzt gleich mal gegen die Latte. Wir dürfen nicht vergessen, unser Kontostand ist momentan, glaube ich, bei minus 500.000 knapp. Das Spiel sollte uns wieder ins Plus befördern, aber ich glaube, am Ende kommen wir trotzdem nicht um ein Minus herum. Das heißt, mal gucken, ob wir die Lizenz bekommen. Was passiert denn, wenn man die nicht kriegt? Ja, dann, also die bekommst du meistens schon, aber dann bekommst du halt irgendwelche Auflagen, die du erfüllen musst in der nächsten Saison, so à la 50 Spiele unter 22 einsetzen oder keine Transfers tätigen oder irgendwie sowas. Weise? Das ist ja blöd. Mhm. Vor allem wir voll richtig erfolgreich, aber nein. David Odonkor. Benjamin Auer. Dass sie Mensch. noch alles spielen, ne? Ich meine, wir sind ja mittlerweile schon bei 2000. Wieso spielt ihr noch? Wir sind schon 2015, ihr Idioten! Ihr müsstet schon lange im Altenheim sein. Odonkor war rechts, aber unsere Verteidigung steht jetzt vielleicht der Gegenangriff. Aber nee. Nee. Nee, wollen sie nicht. Nee. Odonk ist auch nicht mehr der Schnellste, so wie damals. Mit der schönen Vorlage, weißt du noch, damals Ja, auf Neville, WM genau. 2006. Gegen Polen in Letzte Dortmund. Minute. Ach ja, haben wir Hat jetzt schnell gefeiert. gegoogelt, weil eigentlich wusste er das nicht. Ja, das weiß man ja schon. Ne? Du nicht. Doch. Also, das kriege ich auch noch auf der Reihe. So, das kriege ich schon noch hin. Nur kriege ich schon noch hin. Ach ja, der Joker damals hat gestochen. Oh, ja, und da sticht Benjamin Auer. 11. im Wettbewerb, 31. Spielminute. Glückwunsch, Alemannia Aachen. Meinst du, das steht uns auch ins Auge wie der eine Jugendspieler damals? Ey, aber das war jetzt fast genauso eine Situation wie damals. Was? Odonkor war rechts außen, Ja, okay, passt in die ja, Mitte stimmt. auf Auer. Also. Und was weiß, wer sticht uns wohin? Hat dieses Tor genauso gestochen wie damals der Jugendspieler uns ins Auge? Ich weiß es Kannst du dich noch nicht. erinnern? Ja, aber ich glaube, so sehr gestochen hat es jetzt nicht. Okay. Ich fand das Interview danach im Spiel so geil von Odonkor. Ich glaube, da hat er nach jeder Frage mindestens einmal gesagt, ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Oder Raab auch verarscht bei TV Total. Die fragt ihn irgendwie so und jeden Satz hat er beendet, ja, und am Ende bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Mann, ich bin voll traurig, dass wir das Spiel gewonnen haben, ey. Ich hätte am liebsten Ja. verloren. Ja. Ja, am liebsten hätte er das verloren. Ja, ich bin froh, dass wir hier im Rückstand sind. Nächste Frage. Ja, ob wir hier noch gewinnen wollen? Ja, wollen wir, aber ich bin dennoch froh, dass wir im Rückstand sind. Ach, und warum es bei unserer Mannschaft im Moment so perfekt läuft? Naja, Martinez wäre jetzt schön an Kai Ebel vorbei. Ah, Kai Ebel. War heute nicht seine bunte Kleidung an. Nee, diesmal nicht. Ja, 1 zur Halbzeit ist nicht so ein Bringer. Ich glaube, er und der Tommy Gottschalk haben eine eigene Kollektion, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Die sollten es auf jeden Fall. Ja. Soll ich nochmal auf jeden Fall sagen oder reicht das? Nee, du solltest eher sagen, dass du froh bist, dass wir hier im Rückstand sind. Ich bin echt froh, dass wir hier in Rückstand sind. Während Odonkor jetzt in der Kabine nur sagt, ich bin froh, dass wir hier führen. Ja, und da ist er, aber der ist hier wirklich der Spielmacher mit Auer, der fast wieder einnetzt, aber er wollte diesmal nicht. Eine Ja, Günther Netzer. Hat sich jetzt wieder selbst eingewechselt, wie ich sehe. Ja, klar. So. Ja, nö, irgendwie, unser Team ist gerade irgendwie voll raus. Kommt mir so vor, ich schaue an der F-Jugend irgendwie beim Fußballspielen zu. Die noch niemals so einen vernünftigen Angriff zustande kriegen. Jetzt unterstelle ich einer F-Jugend, dass sie keinen vernünftigen Angriff zustande kriegen. Was fällt mir ein? Mensch, Mensch, Mensch.
Dabei warst du selbst in der F-Jugend damals und weißt daher genau, dass du nie einen Angriff zustande bekommen hast. Nee, habe ich auch nicht. War rechter Verteidiger. Da verteidigst du eher. Also hat der Name Verteidiger an sich ja auch an sich. Ihr Sportsfreunde da draußen, wenn ihr auch Verteidiger seid, dann schreibt das mal in die Kommentare. Jetzt vielleicht mal. Kevinlein ging allein. Oh, nee, ne? Olthoff für Fran, vielleicht bringt er frischen Wind in die Partie. Moslee für De Witt, vielleicht bringt er frischen Wind in die Partie. Wie wär's, wenn du mal die Toten hier auswechselst? Und Mainka für Krebs, vielleicht bringt er frischen Wind in die Partie. Hallo? Jetzt fegt so ein Tornado über den Fußballplatz. Ja, da ist der frische Wind. Ein Juhu. Glück. Ja, vor allem mega Fehlpass von De Witt. Gerade eben, aber jetzt vielleicht, der wird schön auf Mertin, sag mal, Kai Ebel ist echt gut. Der wird Pfosten. Jetzt folgen die Auswechslungen. Tschüss, hallo Meinka. Hoch. Tschüss, Meinka. Hallo Ali. Und hallo Michael. Olde. Für Elken kommt Falkenberg. Und das war's. So, er ist schön nach vorne jetzt von Panewitz. Olthoff verliert aber auch den Ball. Odonkor, ah, da war jetzt etwas unkonsequent abgeschlossen. Da hat er mir unkonsequent abgeschlossen. Aber da. Komm, jetzt mach dir ein Tor für den Papa. Odonkor, wo schießt der denn? Da wollte ich wieder auflegen. Aber der Sollte kann auch nach nur rechts auflegen, auflegen. ja. Dafür wurde er auch hier nach Aachen geholt, damit denn Auer wartet in der Mitte. Mitte. Doppel D, Mitte. Ja, was denn sonst? Und er am Ende, Mitte. Ja, ich bin schon wieder auf der Scheiß-Tribüne. Ich kann das nicht mal hören. Schon wieder. Ja, ich liebe diese Atmosphäre einfach. Sie ist so einzigartig hier. Gut, dass Danke, ich schon Referee. gewechselt habe. Danke, ich liebe dich. Ich liebe dich. Also, David Odonkor ist raus, jetzt haben wir die Chance. Jetzt ist die Chance da. Genau. Weil er natürlich auch so viel nach hinten arbeitet, dass wir auch Klar. hier nach vorne nicht durchkommen. Genau. Dank David Odonkor. Mertines, wo bist du denn des Wahnsinns? Wieso machst du den denn nicht, lieber Mertines? Mertinitz, wo bist du denn des Wahnsinns? Wieso Alter. fragen mich mal deine lieben Sportsfreunde da draußen? Und ich feier mich gut, dass ich euch Ich was feier mich, reingehauen ja, habe. ich feier mich. Schön. Puh. Den Punkt noch gerettet in letzter Sekunde auf Olthoff ist einfach Verlass. Wer kam eigentlich auf diese bescheuerte Idee, ihn ziehen zu lassen? Du. Lucky Punch in der letzten Minute, also liebe Sportsfreunde da draußen, ihr wolltet hier Teil von Geschichte. Schreibt doch mal, wo ihr diese Geschichte erlebt habt. Wo wart ihr denn, wo als Olthoff hier den Ausgleich erzielt habt, liebe Sportsfreunde da draußen? Schreibt das Also doch mal in wann die aber auch Kommentare. wir gleich überlegen? Nicht geblieben. Während Pet wieder um Kommentare fleht. Immerhin den Punkt noch geholt. Ja. 16 Punkte hatten wir auf den zweiten. Jetzt sind es 14. Jetzt. Ja, denn Mainz hat gewonnen und zwar 3-0 gegen Augsburg. Was sagen denn die Stimmen, Trainer Brewster? Oh Gott, das haben wir uns Andersburg gestellt. Wir wollten den Gegner unter Druck setzen, aber unser Spiel war viel zu kompliziert. Immerhin war es ein Punkt für die Moral. Ich bin froh über den Ausgleich. Vom Kampf her kann jemand der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat nie aufgegeben und ist am Ende belohnt worden. Was ist denn hier eigentlich? Die Ansprache, die 50%, aber die haben unsere Horny-Serie doch gar nicht kaputt gemacht. Die haben wir immer noch. Die ist immer noch horny, ne? Die Ich war noch Horny auf jeden Fall. Serie. Beste Spieler. Mertin jetzt immer noch auf 1. Fran, bist du auch noch in der... Ah, doch, tatsächlich. Oh, doch, tatsächlich. Was Bist du denn, ey? willst du denn da? Ah, da bin ich. Oh, das... Nee, ich bin das. Nein. Ich bin voll schnuckelig und knuffig. So. Minus 363.000. Ja, so viel zum Thema, wir schießen wieder ins Plus. Gegen Osnabrück geht's jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist, aber ich glaube, da haben wir haushoch gewonnen. Ach,
Glaubst du das? Nein. Merkst du selber, dass das Schwachsinn ist, oder? Yep. 3-1 haben wir gewonnen. So. Das stoppt einfach am Dienstag, ey. Was glaubst du, wie du bist? Echt? Sagt Pat, der das letzte Woche auch gemacht hat. Habe ich nicht sogar Mittwoch gestoppt? Weiß ich nicht. So, machen wir hier mal... Die machen diese Woche alle kein Training, damit ich hier nicht schon wieder so was Rotes sehe. So was Rotes? Und die Frische ist ganz rot bei euch. Das sehe ich hier auf meinem iPad. Genau. iPad. iPad. So, wie der BVB verliert knapp 3-0 gegen Inter Mailand. Und München gewinnt knapp 3-0 gegen Celtic Glasgow. Bremen 0-0. Aber immerhin geht es diesmal etwas schneller mit dem Simulieren. Sag ich, und dann bleibst du am Mittwoch eine Stunde stehen. In... Was ist das denn? Ja, Euroleague. Ach, guck mal. Liverpool in der Euroleague? Ja, das ist normal. Die sind in der Premier League auch im Real Life komplett schwach geworden. Echt? Ja. Ich verfolge das nicht so, okay. Leverkusen ist durch. Stuttgart ist nicht durch, die haben verloren, sind raus. Gegen Maccabi Haifa, also peinlicher geht's nicht. Da war noch eine Mannschaft. Da unten, Hoffenheim. Boah, souverän, aber gegen Twente so durchzukommen, muss man erstmal packen, gut gemacht. Bin mir nicht sicher, ob Hoffenheim da weiter ist. Mhm. 7-0, 5 Auswärtstore. Mhm. War da noch jemand? Nee, ne? Nee. Nee. Na dann... Na dann... Na dann, dann geht's weiter gegen Osnabrück. Mensch. Bist du doof? Hast du irgendwie Zuckung im Mund oder so? 883.000 sind wir minus. Oh. Oh. Ja, das war schon wieder der erste. Das wird... Das wird kompliziert. Kompliziert. Ja. Osnabrück 17. Das heißt nichts Gutes. Mhm. Huch, huch, huch. So, das schaut aber nett aus, der Mann hier von Aue. Wir sind schon mit 1 Million im Minus. 1,1 glaube ich steht da. Ja. Ja, Bruce. Ich würde sagen, spende da mal dein Privates irgendwann mal wieder. Ja, Olthoff sein, ja. Olthoff mal aufgestellt. Damit er hier vielleicht den Lucky Punch möglichst schon in der ersten Minute reinhaut. Ja, Lucky Punch in der ersten Minute schon. Ja. So, dann ja. Danke fürs Zusehen und im nächsten Part geht's gegen Osnabrück. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.